Alter. Land of the Vikings. Zweiter Teil. Wieder viel zu laut hier. Also. Ich glaube, so passt es von der Lautstärke. Weiter geht es. Wir gehen wieder rein. Und ich bin sehr gespannt, ja, wie es weitergeht. Kaffee ist fertig. Ich glaube, wir haben den Winter überstanden, zumindest im Game. Ja, und wie gesagt, es geht halt weiter mit dem Aufbau der Farmen. Wir müssen Lebensmittel produzieren. Auch sehr, sehr cool hier von dem Bild, ne? Wie man da alles so gesehen hat. Die, es ist noch zu laut, ne? Die ganzen Dekorationen und sowas. So, kann man so machen? Ich glaube, so geht es. So geht es. Oha, ich sehe hier ein paar Leute. So, wir machen sofort Pause. Zweierlei Dinge. Da oben ist jemand unzufrieden. Und hier hat jemand Hunger. Wir haben aber noch Lebensmittel. Wir haben noch Lebensmittel. Und wo ist hier das Problem? Auch Lebensmittel da. Aber Lebensmittelmangel. Okay, das heißt, wir müssen wirklich zusehen, dass wir jetzt die Komplexität der Lebensmittel für das Volk erhöhen, damit die, und wir sehen das ja auch hier an der Seite, unterschiedlichste Lebensmittel zur Verfügung haben. Nicht nur Fleisch, sondern auch Fisch, ja, Hühnchen. Vielleicht bauen wir sogar noch eine zweite Hühnchenproduktion, oder? Das ist doch schnell gemacht. Da gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück rein. Also, wie sieht's hier aus? Er ist schon fleißig am Malochen. Jawohl. Das sieht doch ganz gut aus. Und er schlachtet. Das war auf 10 automatisch eingestellt, ne? Aber ich glaube, er ist immer noch zugange hier. Ich lasse das mal so, wie es ist. Und wir bauen mal hier als nächstes hier tatsächlich erstmal die zweite Hühnchenfarm. So, wieder hier ein bisschen drehen mit Z. Da kann ich es noch ein bisschen justieren. Kriegen wir das so direkt daneben? So. Kriegen wir sogar direkt daneben. Das ist ein kleiner Abstand. Und jetzt ist es gerade nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, so kann man es. Alter. So, nächste Hühnchenfarm. Dafür braucht man natürlich auch jemanden, der sich drum kümmert, ne? Aber auch hier, überall wie immer wieder unzufriedene Leute. Lebensmittel, Lebensmittel, Lebensmittel. Okay. Das haben wir. Dann machen wir das nächste. Nehmen wir das nächste in Angriff. See. Wir sind Wikinger. Und als Wikinger wollen wir aufs Meer. Also. Zack. Bauen wir hier unseren Schiffs-, unseren Bootsanleger. Und das ist jetzt eher so ein Fishing-Dock. Und ja, nach wie vor hier in diesem Bereich kommen dann die Farmen. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Baumstämme müssen wir wieder ordern. Bitte mehr Baumstämme fällen. Wir nehmen mal diesen Bereich hier. Hier, den nehmen wir auch noch mit. Hier, hier, hier. Das ganze Grüppchen. Den lassen wir stehen, ne? Wollten wir die stehen lassen? So ein bisschen dekorativ. Komm, die lassen wir stehen. So, Steine sind auch noch in der Mache. Die Leute sind am Malochen. Und ich glaube, ich mache mal wieder ein bisschen schneller. Und mir fällt gerade ein, ich war beim letzten Mal auch auf der anderen Seite. Also hier unten machen wir mal wieder auf Highspeed. Und dann gehe ich auch wieder auf die andere Seite. So. Perfekt. Also, es geht los. Guck mal hier, und die Leute rennen auch hier unten hin. Und was ich mir ganz wichtig wieder aufmachen muss, die Jobs, damit ich sehe, guck mal, wir haben 8 Arbeiter. 8 Builder. Genau, die bauen jetzt hier die Hühnchenfarm.
Alle sind hier schön am Wuseln und am Machen. Die bauen aber auch hier schon die Docks, den Anleger. Und ja, wir müssen hier mal ein bisschen was an der Prio ändern. Wir gehen wieder auf halb-halb. Dass jetzt nicht nur Steine im Fokus sind, sondern eben auch wieder die Bäume abgehackt werden. Okay, es sieht gut aus. Es sieht alles ganz gut aus. Wir sind langsam jahreszeitentechnisch. Es geht Richtung Ende des Winters. Und das heißt, ich möchte jetzt hier auch schon langsam anfangen, Farmen aufzubauen. Ich habe mir das so überlegt, dass hier vielleicht Felder hinkommen. Und hier die Produzierenden oder hier vielleicht auch noch Vieh und sowas. Also hier so schon dorfnah in dem Bereich. Ob das so eine gute Idee ist oder ob vielleicht so ein komplettes... Ich muss es tatsächlich... Ich mache nochmal kurz Pause, nochmal kurz überlegen. Macht das Sinn? Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir Wohnungen weiter außerhalb hätten. Was wiederum bedeutet, dass die Leute längere Wege hätten für ihre Versorgung. Ich glaube, das macht gar nicht so viel Sinn. Schade eigentlich. Der Plan war erstmal so gut, aber im Nachhinein ist er vielleicht doch nicht so gut. Vielleicht sollte ich das lieber außerhalb machen. Wir machen das lieber außerhalb. Ich mach die Farmen vielleicht hier, auch wenn hier eigentlich die Holzproduktion war. Und wir machen hier weiter Wohnungen. Mal eben kurz schauen. Ich könnte ja hier noch alles Wohnung machen, ne? Passt das? Oh ne, so, ah doch, guck mal da passt es. Hier schon nicht mehr, das ist added wahrscheinlich mit der anderen. Aber da hat es gepasst, da würde es auch so ganz knapp würde es hier noch so hinpassen. Hier auch noch. Ganz knappes Ding. Also es würde hier überall noch hinpassen. Ich würde hier vielleicht... Oh, guck mal, da auch sogar. Eins. Ich glaube aber nur zwei Stück. Eins, genau bis dahin. Zwei, ja, und das war's. Die nächste leider nicht mehr. Oder hier kommt noch was anderes hin. Kriegen wir hin. Werden wir machen. Also hier kommen auf jeden Fall zwei Wohnungen noch hin. Zwei Häuser. Und dann kommt hier noch was anderes hin. Und ich denke, ich mache die Produktion für Getreide vielleicht doch hier hin. Bekommen wir hier einen Weg durch? Das wäre interessant. Ne. Hier auch nicht. Hier möglicherweise auch nicht. Oder ich reiße das doch ab. Das Haus. Wir reißen das hier ab. Wir haben aber alle Häuser schon besetzt, ne? Ja, es sind überall Familien drin. Der ist tot, oder was? Das ist ja krass, die wohnt alleine hier. Apropos alleine. Wir brauchen hier noch jemanden für die Hühnchenfarm. Wie war das? Jemand mit viel Glück. Hier. 2,1 in Glück. 2,2 in Glück. Ah, glückliches Händchen. Haldora. Haldora, viel Spaß mit den Hühnchen. Lass krachen. So, die haben wir zugewiesen. Und dann fangen wir jetzt nochmal an mit der Hausproduktion. Ich hätte gerne zwei Häuser hier. Damit wir hier die anderen Leute aus den Wohnungen rausjagen können. So, wie nah kann ich denn dran? Ich konnte doch näher dran noch, oder? Da sehe ich doch die Grenze, sehr schön. Und damit sind wir doch jetzt hier. Genau an der Grenze und drauf. Und das nächste auch nochmal hier. Schade, dass jetzt diese Meldung nicht kommt mit dem... Ich weiß nicht, warum die gerade da war. Mit diesen Grenzen. Aber jetzt ist sie gerade nicht da. Doch jetzt auf einmal.
Ganz knappes Ding. Es muss nur ein Millimeter sein. Jetzt. Boah, direkt nebeneinander. Cool. So, damit haben wir die beiden. Damit haben wir die beiden. Und ich baue jetzt hier sogar noch eins hin. Damit haben wir dann drei Häuser. Das ist hier das Haus quasi. Vor Kopf. Ist doch ganz schick so. Ja, cool. Nichtsdestotrotz ist halt die Überlegung, hier nochmal diese Kurve weiterzuführen. Vielleicht ist sie ein bisschen ausladender, dass ich hier auf der anderen Seite nochmal Häuser habe. Und hier in dem Bereich. Gucken wir gleich mal, wie sich das irgendwie entwickelt. Vielleicht brauche ich auch noch andere Häuser. Aber wir haben hier jetzt erstmal den Auftrag für drei weitere Häuser. Wir haben 8 Bauarbeiter. Wir machen erstmal Play hier wieder. Und wenn das erste Haus hier steht, werde ich das hier abreißen. Hier wohnt auch nur noch eine Person drin mit ihrem Sohn. Der ist aber schon groß, ey. Der ist aber schon groß. Oh, wir könnten die sogar umbenennen. Das ist ja witzig. Das ist ja gut. Okay. Ja, wie gesagt, dann kommt dieses Haus weg. Die haben auch gerade nur ein paar Früchte mit drin. So könnte man es abreißen. Und dann machen wir hier raus, hier hinten raus, einen Weg. Oder ich mache hier die Windmühle hin, auch nochmal eine Idee. Und hier dann die Farmen und die Felder. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist noch nicht Frühjahr, das heißt, wir können die Felder noch nicht direkt bearbeiten. Und dementsprechend ist es ganz gechillt. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Pause. Oh, und hier brauchen wir einen Angler. Holz machen wir als erstes. Und zwar bitte hier oben alles abholzen. Zack. Weiträumig. Weiträumig abholzen. Seht zu, Leute. Wir brauchen sehr, sehr viel Holz. Attacke. Und Action. Und ich nehme auch nochmal die Arbeiter weg. Ich lasse jetzt hier nur 2 als Arbeiter. Die kümmern sich, glaube ich, jetzt hier um die Baustellen. Und es kommen neue Leute. Wie praktisch. Wie gut, dass ich gerade schon gebaut habe. Die können direkt joinen. Dann kann auch gerne schon dieses Theater wieder passieren, dass die sich überall ausbreiten und ihre eigenen Häuser brauchen. Kein Problem. Soll ich sogar noch mehr direkt bauen? Ich könnte direkt noch mehr bauen, ne? Ich meine, viele Häuser sind eh das A und O. Guck mal, und hier an der Straße direkt zur... sind doch Top-Wohnungen, ey. Sind doch Top-Wohnungen an der Straße direkt zum Markt. Super Versorgung. Nur ist das hier gerade noch nicht so ideal. Und das fuchst mich gerade. Ich mache nochmal eben Pause, weil es einfach auch nicht so schick ist. Das heißt, ich reiße das hier nochmal eben so ein bisschen ab. So. Und dann auch hier, guck mal, die Wegweiser und die Laternen müssen auch leider eben weg. So. Und jetzt bauen wir hier nochmal eben, jetzt sieht man es auch ganz gut, hier die Straße einfach so mittig. So. Guck mal, jetzt ist das doch schon so ein bisschen besser einfach gelöst. Halt, das ist ein bisschen gesprungen. Warum hüpft es da jetzt so? Jetzt hüpft es da so komisch. Dann machen wir es andersrum. Nee. So geht doch auch. Das ist hier connected alles schon. Hier auch. Perfekt. Und dann würde es aber gleich hier unten weitergehen, ne? Also in die Richtung geht es dann weiter. Dann kommt die Kurve. Beziehungsweise Stopp. Nochmal zurück. Das ist immer schlecht, weil es immer Geld kostet. Wir machen es bis hier. Dann hier rum die Kurve. So. Ja, machen wir die mal ruhig so hart. Und ich überlege gerade, jetzt würde ich ja hier schon wieder Platz verschwenden. Ich mache es so eng.
Ja, machen wir das einfach so eng. Ist vielleicht nicht so ganz symmetrisch und rund und wunderschön, aber ich meine, das ist halt alles organisch gewachsen. Vielleicht kommt hier noch ein Haus hin. Wer weiß, was wir hier noch alles kriegen. So, wir müssen weitermachen. Wir brauchen jemanden hier als Angler. Mit Glück, aber auch mit ein bisschen Grips. Also, nicht nur Lucky, sondern auch noch ein bisschen Gehirnschmalz. Hier, Bollwerk wäre doch schon richtig. Ulgubar wäre auch gut. Oh. Aslauk wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wir nehmen Aslauk. 2,1 in Glück und noch ein bisschen Grips und sogar noch kann gut anpacken. So. Hund, sie hat Hunger. Das ist auch ein gutes Zeichen. So machen wir das. So, dann machen wir hier auch noch den Weg hin. Machen wir mal so und so. Genau. Ja, cool. Damit haben wir jetzt erstmal alles connected. Wir haben immer noch ein bisschen Silber übrig. Wir haben Nahrungsmittel. Bäume kommen jetzt dazu. Ich mache mal erstmal wieder Play. Und jede Menge Häuser. Ich denke, dass ich hier gleich auch noch ein Haus machen werde. Wobei wir jetzt gerade erstmal 5 Häuser in der Mache haben. Das ist richtig viel. Und ich mache mir wirklich Sorgen um die Produktion der Lebensmittel. Denn das muss jetzt hochgehen. Produktion der Lebensmittel, super wichtig. Wir schlachten nochmal eben hier 3 weitere. So, weiter geht's. Stand da schon immer Schlachten? Ich glaube, da war was anderes, ne? Ich sag mal, so ein kontinuierliches Schlachte oder Schlachte immer, keine Ahnung, alles über 15 oder so. Ich meine, die Anzahl, das ist schon ganz gut. Das braucht halt hier jetzt Zeit, ne? Und dass man hier nicht mal eben so ein paar Hühner rüberschicken kann, das fehlt mir auch. Ich glaube, das gab es auch in anderen Games, dass man das machen konnte. Einfach mal zu sagen, ja komm, teil doch mal die Hühner ein bisschen auf. Apropos, mir fällt gerade ein, hier gibt es... Das machen wir gleich. Hier kommt der Weg hin und auch hier gibt es nämlich Wege, theoretisch. Beziehungsweise sollte ein Weg hin. Das machen wir mal eben. Da nach da. Und da nach da. So, und inwieweit die jetzt hier dann miteinander connected sind und so weiter, das werden wir dann sehen. Aber die Wege haben wir hier schon mal. So, die rennen eh hier immer dran vorbei, ne? Die rennen hier ständig dran vorbei. Und auch hier kommt wahrscheinlich irgendwann das eine Haus weg. Dann kommt hier nur ein Haus hin, ein großes, was besser isoliert ist und so weiter. Und dann kommt daneben auch ein Weg, genau wie hier. Also das erste Haus kommt wahrscheinlich weg. Und dann haben wir das ähnlich wie da. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. So, also wir sind jetzt schon im Frühjahr. Der Schnee schmilzt jetzt gleich. Wir haben 59, jetzt fehlt es wieder an Stein. Alter Falter, ey. Jetzt fehlt es wieder an Stein. Ich muss bald so Steinminen und sowas alles machen, ey. Dieses ganze Mining. Wir haben auch schon 6 Punkte übrig für den Life of Tree, für den Lebensbaum. Und hier können wir tatsächlich auch ins Mining gehen. Und wir gehen mit diesen 3 Punkten hier schon rüber. Was haben wir hier? Shipyard. Kostet 4 Punkte. Sollte ich mir das aufheben? It's time to sail. To set sail. Zeit, die Segel zu setzen. Im Moment würde ich sagen, noch nicht. Wir gehen mehr ins Farmen. Mehr ins Farmen. Grain Warehouse. Grain Warehouse. Ich habe gar keinen. Habe ich Grain Warehouses? Mines work faster.
Wir heben uns noch ein paar Punkte auf. Einen Punkt habe ich hier noch. Aber dass wir hier so ein bisschen produktiver sind auf den Feldern und mit den Viechern. Was haben wir denn hier für eine Insel? Für eine Info? This is a place where you can build mines. Okay, damit haben wir alles wieder über den Haufen geworfen. Iron coal mines can be identified by their stone structure. Ach je. Also, das sind Steinstrukturen, wo wir Eisen und Kohle wohl finden. Okay, danke für die Info. Ich behalte das jetzt hier. Glück gehabt, ich habe es noch nicht gebaut. Wo kommen die Felder hin? Muss ich die verteilen? Spring is coming, got it. Und wir haben Newcomer. Neue Leute wieder, noch mehr. Es kommen immer mehr Leute zu uns, weil wir auch hier alles so gut und so viel am Laufen haben. Und ich bin trotzdem jetzt so ein bisschen aufgeschmissen. Ich bin etwas aufgeschmissen. Ich bin aufgeschmissen. Wo kommen die Farmen hin? Soll ich sie dennoch hier hin machen? Hier ist so wenig Platz. Und hier sieht das auch schon wieder aus nach Gold. Wenn das mal nicht Gold ist. Gold, Eisen oder Kupfer. Ist das hier Kupfer oder sowas? Ich weiß gar nicht, ob es das so grünlich ist, in der Regel Kupfer. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Hier soll es Eisen und Kohle geben. Das sieht ja sehr dunkel aus. Ja, das hier ist wahrscheinlich dann Kohle. Und hier Eisen. Okay. Cool. Sehr, 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 sehr cool gemacht auch. Ich dachte gerade, es wären Diamanten. Nee, es sind einfach die Blumen. Wunderschön. Ja. Und ich bin in der Bredouille. Wenn wir nach hinten gehen, verlieren wir Holzproduktion. Hier unten hin. Ich hatte es schon mal auf einer anderen Map, da konnte ich zum Teil dann nichts platzieren, weil dann es so schräg war oder weil dann da Strand war. Das möchte ich halt auch nicht. Also ich möchte nicht so weit runter. Hier kommt übrigens dann auch noch Hafen und sowas alles hin. Ich muss mal eben die Anzahl der Bauleute erhöhen. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Hier wäre noch mal ein bisschen Fläche, aber so eine schlechte Verbindung zum Dorf, keine Straßen, weil das hier so eng aneinander ist. Ich glaube, das war nicht so gut. Zwischendurch mal ein bisschen Platz lassen für so eine Straße macht, glaube ich, Sinn. Besser mal so ein bisschen Platz lassen für eine Straße. Dass man das unterbrechen kann. Okay, wie auch immer. Wir machen hier oben die Farben jetzt hin. Es hilft alles nichts. Wir breiten uns aus. Wir nutzen das Holz, was woanders ist. Katastrophe, wir müssen hier leider rein. Das bedeutet, ich baue hier nochmal eine Straße ein bisschen weiter. Machen wir die einfach mal so. So. Hier ist... Oh, wait. Muss ich hier was fällen? Den Baum kann ich fällen. Die anderen kann ich alle noch gar nicht fällen. Kann ich hier was abreißen? Bäume nicht, ne? Büsche, Bäume nicht. Okay. Also, wir machen hier als erstes, jetzt geht's los. Wir gehen unter Food, Hunting, Cattle. Goat und Cattle. Ich hätte gerne einmal Vieh, Rindvieh. Da ist der Eingangsbereich, hier haben wir auch direkt das zur Farm. Irgendwas ist hier im Weg wieder. Siehst du, und das meine ich. Jetzt sind da so kleine Bäumchen. Jetzt sind hier irgendwo so kleine Bäumchen,
die mich gerade piesacken. Und ich kann sie nicht... Ach, oder sind hier Leute? Ich mach mal Play. Die stehen hier einfach rum. Food. Kettle. So. Ah, jetzt geht's auf einmal. Genau hier neben gerne. Okay, es wird nicht besser. Zack. Und jetzt können wir hier noch die Größe des Geheges so ein bisschen beeinflussen. So riesig groß. So, runter, runter. Aber irgendwas ist da links. Irgendwas ist da. Hier, der Baum wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas. Ich hab's nochmal auf Abbrechen gemacht. Ich krieg's nicht weg hier. Ist es jetzt weg? Wait, ist es jetzt weg? Ich habe gerade draufgeklickt. Das wäre ja eine gute Erkenntnis. Könnte sein. Könnte sein. Das sieht so aus. Ja, es sieht so aus. Okay, ich lasse hier noch ein bisschen Platz. So, wir können hier rüber. Ich mache ein bisschen Abstand auch zur Straße. Das heißt, wir können links rüber. Bisschen höher. Ja, cool. Das ist jetzt vielleicht zu weit. Das heißt, ich mache es nochmal. Und zwar nochmal ein bisschen weiter hier rüber. Damit wir drei. Eins, zwei. Okay, weiter geht's eh nicht. Bis hierhin. Jetzt steht da jemand, ne? Ohne Scheiß, es ist manchmal ein bisschen sackgängig, dass Leute in den Weg gehen. Jetzt nochmal Kettle. Bisschen weiter hier rüber, hatten wir gesagt. So, einmal linke Maustaste. Breite haben wir, Höhe haben wir. Ich werd weich, Alter. Irgendwann wird das schon klappen. Irgendwann wird das schon klappen und es wird gut aussehen. Ich glaube, jetzt habe ich auch endlich... Naja, so ungefähr den Winkel. Aber größer mache ich es auch nicht. So. Platziert. Kettle. Damit haben wir jetzt die erste Farm im Auftrag für Rindviecher. Dann hätte ich gerne hier neben die Straße. Zu diesem Sammelgebäude hier. Oder ist das ein Jäger? Das ist eine Jägerin. Sehr gut. Und wir machen daneben die Foodproduktion Goats. Also für Ziegen. Finde ich auch mega geil. Einfach mal Ziegen. Warum haben die Ziegen, Alter? Mache ich direkt hier. Ähnlich. Wir machen das so breit. Wir machen das so. Nicht ganz so riesig, ne? Passt ja. So. Auch in der Produktion. Mega cool, ey. Mega cool. Ich freue mich schon richtig hier drauf, wie das und ob das jetzt so läuft. So, hier haben wir die Produktion. Hier machen wir mal so ein bisschen Speed hier, ne? So. Okay, das läuft. Wir haben 15, die da arbeiten. Wir haben Fischproduktion. Wir haben die Häuser, die werden gebaut. Sehr schön. Ich hätte gerne hier mal eine Pause. Kann ich das machen? Machen die jetzt Pause oder ziehen die durch? Ich glaube, die ziehen durch. Das mit der Pause funktioniert nicht so richtig. Ich glaube, die ziehen durch. Nee, keine aktiven Bilder. Denn... Ich vermute, dass bald wieder dieser Auftrag kommt. Baue zwei Häuser. Und ich hätte gerne dann die beiden Häuser sozusagen fast fertig. Dass das sofort erledigt ist. Der Auftrag ist erledigt und gut ist. Jetzt bauen die an den anderen weiter. So weit, so gut. So, wir müssen uns beeilen. Nochmal kurz Pause. Wir müssen uns beeilen. Neben der Produktion für Vieh brauchen wir natürlich auch Getreide. Und das kommt jetzt hier hin. Das bedeutet, wir haben Production, eine Windmühle. Oh, Stonecutter Mine. Eine Bierbrauerei.
Steingrube, das ist alles gerade eben freigeschaltet, aber die Windmühle machen wir als erstes. Die hätte ich gerne. Da ist die Straße, okay. Kann ich die einfach hier so dran setzen? An das Ziegenhaus? Ja, machen wir mal. Und dann machen wir nämlich die Straße hier so dran. So, ist doch ganz schick. Und dann kommt das da, hier ist irgendwo der Eingang. Hier kommt Kohleproduktion noch. Und daneben machen wir aber jetzt hier flach dran, so in dem Bereich direkt hinterm Haus, die Felder. Das kommt jetzt hier hin. Und zwar brauchen wir dafür Feld. Hier haben wir das. Und das können wir tatsächlich so ein bisschen schräg machen. Guck mal, wir können das hier so am Feld entlang oder hinter den Häusern lang. Dann können wir das hier so rüber. Und dann machen wir das einfach hier so. Oh, war das vielleicht zu viel? Machen wir das so ein bisschen schräg auch. Guck mal. So. Und dann machen wir das hier so zurück. Zack, connected. Einfach so ein bisschen schräg. Finde ich mega gut, ey. Passt sich dann genau in so Winkel an. Kann man genau in dem Bereich, wo man halt gerade so ein Feld noch haben will, kann man das dann reinsetzen. Und dann suchen wir hierfür natürlich auch aus. Select. Und zwar Wheat. Barley braucht man dann höchstwahrscheinlich fürs Bierbrauen. Und das Wheat, das brauchen wir dann fürs Brotbacken. Wahrscheinlich. So. Das haben wir, das haben wir. Das ist alles jetzt ein Bereich, in dem ich vorher noch nichts gemacht habe. Das bedeutet, alles, was da jetzt oder jetzt danach kommt, ist für mich neu. Und ich bin übelst gespannt. Plant. Wir pflanzen das mal. Und ich muss hier Arbeiter einstellen. 6 Stück stellen wir hier mal rein. Farmer. Wurde automatisch gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann auch nochmal Hunter erhöhen. 2 Stück. Gatherer erhöhe ich auch nochmal einen. Das ist gut. Warehouse kriegt auch nochmal einen mehr. Marktplatz kriegt auch nochmal eine Person mehr. Und jetzt sind wir aber auch schon in dem Bereich. Carpenter kriegt auch eine Person mehr. Jetzt sind wir auch schon langsam in dem Bereich, wo wir ganz viele Leute und Jobs haben, die alle beschäftigt sind. Guck mal, hier säen sie gerade. Aber die Arbeiter fehlen ja trotzdem. Also die einfach die Sachen hin und her schicken und sowas. Die Leute fehlen dann trotz allem. Und da muss ich halt echt jetzt ein bisschen gucken, dass sich das so in die Waage hält. Aber ich glaube hier so mit den Arbeitern, da ist es doch schon ganz cool. Schön auf dem Feld das erste Mal. Die Malochen hier ordentlich. Finde ich doch schon gut, ey. Das finde ich auch schon richtig gut. Ist auch ganz schick gemacht hier. Mistiges Wetter im Frühjahr, aber die Felder werden schon mal angelegt. Sehr gut. So, gucken wir nochmal eben durch. Alter, wie das nass ist, ne? Ist gar nicht so schlecht, ey. Ist halt so richtig Nass-Effekt, ne? Sieht gut aus. Es ist richtig gut nass. Schick gemacht. Also man sieht ja zum Teil halt echt so ein bisschen diese Comic-Grafik in den Figuren. Aber in der Natur, in den Gebäuden und so irgendwie gar nicht. Ich glaube, wären die Leute nicht so im Comic-Style, wäre es, glaube ich, ein bisschen geiler, ey. So. Okay, wir haben schon wieder neue Hütten. Wir haben schon wieder neue Hütten. Auch hier hätte ich gerne nochmal ein Pausezeichen dran. Dankeschön. Weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das alles sonst schaffe. Und was wichtig ist, ich muss dieses Gebäude hier abreißen. Beide tot. Er ist alleine jetzt hier.
Ich werde das Gebäude jetzt abreißen. Yes, demolish. Odin! Da donnert's erstmal direkt. Ah, krass. So, ich muss hier einen Weg hinsetzen. Hilft ja alles nichts. Hilft doch alles nichts. Wir machen das aber auch so straight. So. Wir hatten übrigens gesagt, wir machen hier zwei, ne? Alter, war hier gerade ein Blitzeinschlag? Alter. Hier war ein Blitz. Odin! What? What the heck? Odin! Ist nicht dein Ernst? Ist doch nicht dein Ernst? Ich werd ja weich. Ich werd ja weich. Wie krass. Das ist ja krass. Thunderstorm. The God of the Sky is angry. Ja, offensichtlich. Ah. Made Thorn very angry. This rage was felt even for Midgard. Some buildings collapsed, people died and become crippled. Ach du Schande. Sacrifice four animals for the gods. Would be happy. Blast, blah, blah, blah. Will work slower. Okay, was haben wir hier? Donate 100 Silber. Donate Silver. Ich habe keine 100 Silber. Ask other villages for help. No matter. This will make us to fame is lost. Wir würden eine Spende von Wood, von Holz, von Baumstämmen, Holz und Stein bekommen von anderen Dörfern. Aber wir verlieren Fame. Fame, Alter. Do nothing. Wir müssen auf jeden Fall 4 Chicken. Ach so, 2 Cows and 2 Goats to the Gods. Hab ich nicht. Weder noch. Donate 100 Silber. Hab ich auch nicht. Verdammt, ich muss das machen, weil ich muss halt was machen. Sonst ist unser... Aber wen sollen wir fragen? Wir kennen noch keinen. Nicht, dass das uns dann auf den Kopf fällt. Two cows and two goats. Vielleicht kriege ich das hin. Ich kann es gar nicht anklicken. Do nothing. Das ist das Einzige, was ich anklicken kann. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, das war genau der Point.
Wir konnten nichts machen. Wir haben keine Connection zu anderen Dörfern. Wir konnten nicht um Hilfe bitten. Wir konnten, wir haben noch keine Farmen für Ziegen oder Kühe. Die sind gerade erst im Aufbau. Ja. Das war krass. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das passiert. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Dass sowas passiert, ist ja der Hammer. Nichtsdestotrotz muss ich weiter... Da haben wir's. Warte mal. Nee, Moment, das ist wieder was anderes. Missing Dagger. Alter, jetzt kommen aber hier die Ereignisse. Theft should be investigated. Famous earned. Might cost new events. 25 Silber. Hätte ich die Kohle. Villagers would be happy. Blame the Slotty family and kick them out. Wir verlieren Lost. Blame and execute Slotty. Also der Slotty. Der Slotty wird beschuldigt, den Dagger geklaut zu haben. Und wir müssen hier jetzt richten. Might cause new events. Also wird was Neues passieren. Wahrscheinlich. Aber es kostet mich. Aber ich kriege Fame. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Es wird zwar noch was Neues danach passieren. Wahrscheinlich wird rauskommen, dass er das Ding trotz allem geklaut hat. Lirum Larum. Und, ja. Wir tauschen gerade hier 25 Silber für Fame ein. Happiness ist gerade ein bisschen runtergegangen. Da ist Fame, okay. Stone. Ich brauche bestimmt bald wieder Stone. Ich sehe nämlich gerade kein Stonehacker hier irgendwo. Stone. Und da hinten sind auch noch Stones. So. Laborer. Ich brauche mehr Laborer. Mehr normale Arbeiter. Krass. So. Carpenter passt so viel. Markter kommt einer weg. Warehouse kommt einer wieder weg. Ich brauche mehr Leute im Freien. Halt. Gatherer. Einer ist okay. Zweimal Hühnchen, zweimal Hunter. Sechsmal Farmer kommen jetzt wieder weg. Ich weiß nicht, was die machen. Ich lass mal einen. Vielleicht geht der Unkraut jeden. Und die anderen haben jetzt, guck mal hier, 15 Leute auf einmal. Auf einmal ist wieder wildes Treiben hier im Dorf. 15 Leute, die wieder was zu tun haben. Da hat jemand übelst Hunger. Was machen die Fischer eigentlich? Alter, was für ein Wetter, oder? Was für ein Sauwetter aber auch. Aber, Alter. Aber sie sind hier fleißig am Angeln. Das ist doch cool. Schön am Angeln bei Gewitter. Kann man doch machen, ey. Kann man doch machen. Zack. Und da haben wir schon wieder was. Guck mal hier. Aha. Group of Villagers did research. To the room the dagger was. The real clue came. So, was haben sie jetzt? Was haben sie jetzt? Suit in the room, Slotty. Lüge.
Boah. Villagers would be happy. Very unhappy. Und wir verlieren. Also wenn wir Sloty jetzt rausschmeißen, verlieren wir Fame. Und die Familie. Die Familie wäre nicht glücklich. Aber die Villagers wären auch happy, wenn wir Sloty einfach bannen. Example Sloty family from the village. Fame verlieren wir. Wollen wir nicht. Aber alle sind happy. Oder forgive. Okay, das kann man machen. Das hatte ich auch schon mal gesehen. Da waren hier auf einmal ganz, ganz viele Leute. Das war ein riesen Familienclan. Ich denke, da macht dann so etwas Sinn, um die Familie noch mehr zu stärken im Dorf. Jetzt sind das hier drei Leute. Ich glaube, ich würde das jetzt machen. Das ist ein Säugling, Alter. Weiß eh nichts davon. Banish. Banished, Alter. Bam. Und sie ist hier am Angeln. Bam, Alter. Sie ist einfach am Angeln. So gehört sich das. Da kennt sie nichts. Sehr, sehr, sehr cool, ey. Knallhart am Malochen. Zack. Schön. Oh, guck mal, da hinten ist was fertig. Die Ziegenfarm ist fertig. Goaty. Hi. Cool. Ach, guck mal, das ist hier auf diesem Hügel. Ich habe mich schon gewundert. Wir brauchen hier Arbeiter. Und die Arbeiter hier müssen Power haben und schnell sein für die Ziegen. Also, Kraft und Geschwindigkeit. 1,9, 1,3, schon mal gut. 1,8, 1,4. Wir machen 1,9. 1,3. Uglubatr ist jetzt hier der Ziegenman. Und es geht weiter. Ha. Einfach gut, ey. So, was haben wir hier? Es wächst. Es sieht gut aus. Okay, es läuft. Harvest und sowas kommt später. Brauchen wir nicht. Die Mühle wird gebaut. Ich bin ja schon fast dafür, dass wir mehr Getreide machen, aber dafür brauchen wir auch mehr Leute. Das heißt, das braucht alles noch ein bisschen Zeit. Wir kriegen hier mehr Steine. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Hier auch Holz, bitte. Ein bisschen Holz, bitte. So. Das wird gemacht. Das läuft auch. Wir haben zwei Bilder. Es ist tatsächlich ein ständiges Abwägen, ne? Zwischen, also gerade hier mit dem Einsatz der Arbeitskräfte. Ein ständiges Abwägen. Wir haben noch 117 Lebensmittel. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir kriegen Kohle. Ja, Holz ist gerade halt ein bisschen knapp. Ah, es ist vorbei. Ja, und jetzt hier das vom Blitz getroffene Haus. Auch das wird wieder aufgebaut, ne? Hammerhart, ey. Die sind beide tot. Ja, ich muss die leider rauswerfen jetzt hier bald. Denn wir wollten hier weiter... Soll ich das jetzt schon machen? Hat das eigentlich Priorität? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, jetzt ist bald Sommer. Nichtsdestotrotz sollten wir weiter vorwärts kommen. Ich muss mehr in Richtung Farm machen. Oh, gerade gestorben hier. Gerade gestorben. Wir brauchen jemanden mit viel Glück wieder. 1,6 in Glück. Perfekt. Und hier 20 Hühnchen sind da. Wir hauen einfach mal 5 den Kopf ab. Zack. Und es wird geschlachtet. Zack. So, wie viel haben wir denn hier?
17 auch schon. Na, guck mal. Dann machen wir auch schon mal, zwei Schlachten. 15, 15. Und dann läuft das. Und es kommen neue Leute rein. Die können gerne joinen. Come join us. Wir haben hier noch genug Hütten. Wir haben Platz. Wir haben saftige Felder. Starke Frauen, die dicke, fette Brocken rausangeln können hier. Hier geht was, Alten. Außerdem können die schön mal lochen direkt. So. Oh, was haben wir hier? There is blessing. Light of Freya shine up on your village. Like golden sun. And bless your land. Also, wir werden gerade gesegnet von Freya. Freya segnet uns und sagt allen, läuft bei dir. Abgefahren. Erstmal einen Segen gekriegt, ey. Apropos Segen. Lass doch auch mal einen Segen da. Einfach mal ein Abo oder so. Voll der Segen. Wäre ein Segen für mich. Ist so. Okay. Ich mache hier noch mehr Felder hin. Ich hätte hier, glaube ich, noch gern mehr Felder. Auch wenn wir jetzt schon im Sommer sind. Macht das Sinn? Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Weil wir haben die Frühjahrszeit schon vertan. Und das muss ja auch alles wachsen. Und das wächst bis dahin gar nicht. Das wächst nicht. Das wächst nicht bis dahin. Aber ich brauche mehr Nahrungsmittel. Ich bin da echt ein bisschen... Oh, guck mal, die Ziegen... Wir haben schon 4 Ziegen. Hier müssen wir mal eine Prio draufsetzen auf die Kühe. Prio auf Kuh. So, weiter Speed. Gib ihm. Prio auf Kuh. Die Häuser werden gebaut. Wir machen mal mehr Bauarbeiter. 6 Stück. Wir haben sehr viel Rohstoffe. Ich mache noch viel mehr jetzt. Mal eben wieder alles umschichten. Von Arbeitern, von Transportleuten auf Bauarbeiter, dass sie die Häuser schnell alle bauen. Ich glaube, das ist auch eine... Guck mal, da hinten bei den Kühen. Da geht es jetzt gerade ab. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um zu sagen, wir nutzen die Masse an Leuten, um schnell... viel Holz oder Stein zu ernten und danach nutzen wir die Masse an Leuten, um schnell dann die Häuser aufzubauen. Weil dieses zwei da, das ist, glaube ich, gar nicht mal so gut, ja. Guck mal, da kommen die ersten Kühe an. Wir kriegen Leder dadurch, das ist ja gut. Wir kriegen Leder und wir kriegen Fleisch. Und was haben wir hier? Wir kriegen Fleisch, Leder und Wolle. Wait a minute. Und das mit dem Schlachten ist ja auch so eine Sache, ne? Vielleicht sollte ich noch eine Ziegenfarm machen. Ich mache, glaube ich, lieber noch eine Ziegenfarm. Wobei, hier muss ja auch noch die Kohle hin. Und hier wird die Jagdhütte wieder aufgebaut. Oder ich lasse das hier mit der Jagdhütte. Die Frage ist eh, wie produktiv ist das hier? Ist das noch produktiv? Verändert sich die Produktivität? Hunting? 100%. Immer noch volle Produktivität hier. Okay, dann lassen wir die auch wieder aufbauen. Was brauchen wir? Für einen guten Viehhirten brauchen wir Power und Geschwindigkeit. Auch das, jo, nehmen wir doch direkt hier. Bjartney kann auch direkt hier die Kühe hüten. Wir könnten 2 Stück da reinstopfen, ne? Jeweils. Die Frage ist, ob sich das lohnt, ne? So, Attacke. Mmh. Oh, Müller ist auch fertig. Die Mühle steht. Alter, was ein Gestell, ey. Was ein Gestell. Viel Kraft. 1114. Eingestellt. Und auch noch ein bisschen Grips. Der schlaue Müller. Cool. Ja,
sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Guck mal, die Häuser stehen hier auch schon. Hier könnte noch ein Haus hin. Hier könnte aber auch noch was anderes hin. Wer weiß, was ich noch brauche, denn hier ist ja noch Mining bald. Ich lasse hier mal ein bisschen Space. Und, ja, ich baue hier... Ich mache die Pause mal zu Ende. Hier auch, hier auch. Wir bauen das jetzt mal aus. Hier ist es gerade nur diese eine Straße. Ich muss aber diese beiden Häuser hier abreißen. Hilft alles nichts. Auch ohne Odin. Die Straßen kommen auch weg. So, das wird eben abgerissen. Das heißt, wir setzen hier neben jetzt gleich ein gut isoliertes Haus. Ich baue ja, wie gesagt, von Anfang an nur die gut isolierten Häuser. Damit wir nicht so viel Verbrauch haben an Holz über den Winter. Und dann kommt da jetzt noch die Straße daneben. Und dann haben wir jetzt keine Starthäuser mehr. Bis jetzt sind hier gerade noch ein paar Sachen im Weg. Und wenn die gleich abgeholt werden, genau, dann machen wir das hier gleich so hin. Oder so. Ja, ich glaube so. Kommt das dann gleich daneben. Und dann ist das J. Ich glaube, die holen hier irgendwann die Sachen auch alle ab. Perfekt. Perfekt, guck mal hier. Und überall wieder neue Familien drin. Knickknack und so Sachen. Es wächst und gedeiht. Überall. Guck mal hier. Alter, wie sie am Knattern sind. Große Kinder, kleine Kinder. Sehr schön. Auch das tatsächlich wie bei Banished. Oh, Holzproduktion. Und wir brauchen hier hinten Jäger. Kraft und Glück. Kraft und Glück. Da. Kraft und Glück eingestellt. Und ich muss mehr Holz hacken. Also der Bereich hier oben wird abgeholzt. Ja, das ist ganz praktisch. Also diese verschiedenen Bereiche da abholzen. Es wächst da wieder nach. Und dann so einmal im Kreis, ne? So Kreislaufwirtschaft. Hier müsste auch, hier wächst auch immer mehr. Ich hoffe, dass das hier auch bald, bald noch weiter dichter nachwächst. Es kann aber auch sein, wenn ich hier kleine Sprösse abhacke, dass die keine Sprösslinge nach produzieren. Es war hier mal dichter. Es war mal mehr, ne? Es kann sein, wenn ich Sprösslinge abhacke, dass dann irgendwann weniger Wald dasteht. Ah, sehr schön. Ist das nicht der Hammer? Wie weit wir jetzt schon wieder gekommen sind hier. Viel... Oh, jetzt muss hier das... Jetzt liegen immer noch die Sachen hier rum. Viel... Viel gebaut... Es fehlen natürlich jetzt hier nochmal wieder so ein bisschen die Deko-Sachen. Zum Beispiel Illuminate. Oh, das ist neu. Pillar Torch. Eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir die hier nochmal. Da so rein. Und cool. Die machen wahrscheinlich noch mehr Licht. Und dann machen wir auch hier wieder so diese Köpfe dahin. Oh, das ist auch neu. Es kommen neue Sachen hier rein. Es kommen neue Dekorationen rein. To find the direction, increase their walking speed. Also, auch das wichtig, die Leute laufen schneller. Die laufen schneller hier lang, das ist ja der Hammer. Ich mach das mal hier so hin, zwischen diesen Häusern. Diese Händlergasse. Hier ist ja jetzt gerade ultimativ, für vier Häuser. Das ist ja der Hammer, Alter. Das hier ist der Hammer. Das ist ja mega praktisch.
Alter, wie es hier aussieht, oder? Cool. Sehr, sehr cool, ey. So, und jetzt kann man ja hier, man kann es ja noch weiter spinnen, ey. Wooden Cars und so weiter. Wir müssen hier noch diese Schädel machen. Die müssen hier auch noch hin. Für die Deko, damit sie sich auch cool fühlen alle, ey. Das sind ja auch coole Wikingers. So, und dann machen wir hier noch einen hin, denn hier kommt ja bald noch ein Haus hin. Ich mach das mal so. Immer noch liegen hier die Sachen rum. Ich kann leider noch nichts bauen. Ich kann leider noch nichts bauen, weil hier noch was im Weg liegt. Ich würde es ungern so. Nehmt's doch mal weg. Wann nehmen die denn sowas weg? Wait a minute, sind das Steine? Nee. Holz? Nee. Das sind einfach irgendwelche Trümmer, die hier rumliegen. Ich glaube, das sind Steine, die hier rumliegen, die aber gerade... Earthquake! Odin! Wieso?